SpongeBob-Spiel und ich muss sagen, es sieht verdammt nice aus. Entschuldigung, ich bin zufällig auf das Spiel hier gestoßen, aber guckt euch das an. Ich meine, wenn die Grafik so aussehen sollte, wird das hier ein Meisterwerk. Der einzige Charakter, auf den ich verzichten kann, ist SpongeBob. Ich meine, was ist mit dir passiert? 2,99 kostet das Spiel. Dafür könnt ihr gerne eine Bewertung dalassen. Money's money, lad! Alter, das sieht verdammt creepy aus. Das erinnert mich ein bisschen an meinen Onkel. Der hat mich, als ich klein war, auch immer so durch die Badezimmertür beobachtet. Er wollte halt aufpassen, dass es mir gut geht. Aber Leute, erstmal zu einer ernsten Angelegenheit. Ich möchte, dass ihr alle ganz kurz das Video pausiert und auf den ersten Link in der Beschreibung geht. Dort kommt ihr nämlich auf eine Gewinnspielseite von Instant Gaming. Und wirklich, kinderleicht, das Einzige, was ihr hier machen müsst, ist euer Wunschspiel einzugeben, also ein Spiel, was ihr gerne haben wollen würdet. Und dann drückt ihr auf den Teilnehmen-Button. Ihr loggt euch ein und mit etwas Glück kriegt ihr einfach das Spiel. Probiert's gerne aus, einfacher kann's nicht sein. Alter, ist das creepy! Hatte das Spiel vorher schon diese Audio? Der Sound kommt einfach aus dem Nichts. Ich würde mal sagen, let's go! Are you ready, kids? Oh, ich muss das auf jeden Fall muten. Das ist der offizielle Titelsong von SpongeBob Schwammkopf. Oh, who lives in a pineapple? Aber die haben das echt nice gemacht. Vor allen Dingen mit Junkie Patrick. Es war ein normaler Tag in Bikini Bottom. Du warst hungrig, also wolltest du einen Krabbenburger. Also entschiedst du dich, in die krosse Krabbe zu gehen. Alter, die Transition. Die haben das Hammer gemacht. Die ganze Atmosphäre ist Hammer. Entschuldigung, kann ich auch die Kamera bewegen? Ich kann irgendwie durch Schnurstracks nach vorne gucken, was ein bisschen weird ist. Willkommen bei der krossen Krabbe. Was kann ich dir geben? Wähle eine Bestellung. Also viel Auswahl gibt's da nicht. Jeder Knopf ist einfach ein Krabbenburger. Ich würde gerne einen Krabbenburger, bitte. Setz dich hin. Ich sag dir, wenn er bereit ist. Okay. Und jetzt können wir die Kamera auch drehen. Alter, sieht das aber aus. Ist das der Typ, der schon... Okay, ich setze mich auf die andere Seite. Das war doch der Typ, der Schokolade wollte. Schokolade? Schokolade! Press E to interact. Alles gut bei dir da hinten? Du siehst so komisch aus. Und woher kommt dieser komische Oh Gott! Patrick, ich habe kein Kleingeld für dich. Drücke Leerzeichen, um aufzustehen. Kann ich raus zu Patrick gehen? E to interact. Warten Sie, Sir. Ihr Burger ist fast fertig. Okay, ich wollte ja gleich wieder reingehen. Ich wollte nur kurz nach Patrick schauen. Dem scheint's nicht gut zu gehen. Ist mein Krabbenburger bereit? Er ist fast fertig. Aber wir haben keine Patties mehr, also könnte es ein bisschen länger dauern. Gibt es irgendeinen Weg, das ein bisschen hochzuspeeden? Du kannst ins Warenhaus gehen und ein paar Patties holen. Aber sei vorsichtig. Es ist dunkel da unten. Und was auch immer du tust, geh nicht in den Raum am Ende des Korridors. Ich möchte so sehr in den Raum am Ende des Korridors gehen. Was ist das für ein Laden, wo sie ihre Kunden ins Lagerhaus schicken? Mein Freund, alles gut bei dir? Press E to interact. Oh, es sieht so aus, als würde dieser Typ auf seinem Ketchup schlafen. Das sieht spaßig aus. Vielleicht sollte ich das später auch probieren. Ja, Ketchup. Da wäre ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, aber es ist nicht mein Problem. Press E to interact. Oh mein Gott, das sieht so nice aus. Auch immer mit der Transition. Und wir können wieder nur nach vorne gucken. Ich kann die Kamera nicht drehen. Was weird ist? Kann ich hier durch die Tür gehen? Ja, ich kann die öffnen. Aber Mr. Krabs! Aber wieso versteckt er sich vor mir? Ich bin doch kein böser Mensch. Das hier scheint ein Labyrinth zu sein. Okay, alles cool. Wie Hammer ist das hier gemacht? Was haben wir hier? Sind das die Patties? Das ist auf jeden Fall einer. Soll ich jetzt schon zurückgehen oder soll ich noch den Raum am Ende des Korridors erkunden? Langsam? Das ist definitiv Ketchup. Eventuell ist das der Raum, wo sie ihren Ketchup lagern. War das Ketchup, was sie vor... Ja, auf jeden Fall ist das Ketchup. Und hier ist ein Totenkopf drauf. Oh mein Gott, da war doch Mr. Krabs drin. Entschuldigung, Mr. Krabs... Okay, ich sollte definitiv nicht in den Raum reingehen. Entschuldigung, Mr. Krabs, ich dachte, Sie sind der Geschäftsführer hier. Wieso tun Sie das? Jetzt höre ich wirklich auf Thaddäus. Ich gehe nicht in den letzten Raum rein. Er hatte recht. Press E to interact, okay. Wir nehmen jetzt einfach ein Patty und dann lassen wir Mr. Krabs in seinem dunklen Keller alleine. Du Psycho! Okay, raus hier. Ist ein bisschen komisch, dass ich die Kamera nicht drehen kann, aber ich finde das Stilmittel ganz geil. Press E to interact. Und hier sollte...
Nee, selbst hier kann ich's nicht. Oh, du hast es geschafft, eine Bulette von dem verfluchten Warenhaus zu holen. Gute Arbeit. Nun, geh rein und tu sie auf den Grill. Entschuldigung, aber ist mit Patrick da draußen alles okay? Ich habe ein bisschen Angst um ihn. Die Küche ist die erste Tür auf deiner rechten Seite. Ist es normal, dass ich die Kamera nicht drehen kann? Ich meine, es funktioniert trotzdem irgendwie. Aber langsam bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das so sein sollte. Hier ist eine Bank, auf die wir uns hin... Oh nee, wir haben die Brötchen genommen. Sollen wir jetzt einen kompletten Burger hier machen? Ach nein, warte mal ganz kurz. Das resettet sich immer wieder. Jetzt funktioniert das. Oh mein Gott, wir haben das Problem von alleine gelöst. Ich bin eingesperrt hier drin. Und ich glaube, meine Bulette ist fertig. Aber ich muss erstmal das Brot nehmen. Okay, das haben wir hier. Und perfekt, die Bulette ist drauf. Und der Krabbenburger ist fertig. Komplett ohne Salat. Und es sieht ziemlich verkohlt aus, aber er ist fertig. Okay, Thaddäus. Patrick, geht's dir? Entschuldigung? Wo ist der Typ hin, der in seinem Ketchup lag? Warum ist hier Ketchup überall auf dem Flur? Jemand sollte das reinigen. Hört ihr das, wenn ihr genau hinhört? Der Fisch hat eine harte Zeit im Badezimmer. Ich würde gerne nachgucken, ob es ihm gut geht, aber ich schätze mal, ihm geht's nicht gut. Setz dich hin und genieß deinen Krabbenburger. Den habe ich mir sogar selber gemacht. Was ist das für ein Restaurant? Das ist schlecht. Drücke E zum Essen. Ich weiß nicht, ob es gut ist, dass wir den gegessen haben. Dieser Krabbenburger hat geschmeckt wie die Zehennägel meiner Oma. Entschuldigung, woher weißt du, wie die Zehennägel deiner Oma schmecken? Krank. Das macht 78,99. Was? Ich sagte, das macht 87,99. Warum zur Hölle ist das so teuer? Hör zu, es muss ein Fehler sein. Ich habe nur einen Burger geordert, den ich sogar noch selbst gemacht habe. Ich sagte, das macht 98,99. Okay, chill, chill. Ich habe gerade keine 100 Dollar in meiner Tasche. Ich habe nur 35. Du sagst also, du hast das Geld für den Krabbenburger nicht bei dir? Nein, ich meine ja. Ich habe das Geld zu Hause. Ich kann einfach gehen und es holen. Also, du sagst, du hast das Geld für einen Krabbenburger nicht mit dir gerade? Nein, ich sagte doch, ich habe keine 100 Dollar gerade. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das Mr. Krabs gefällt. Wie nice. Ich wollte gerade noch die Animation appreciaten, weil das war echt nice animiert. So ein gutes SpongeBob-Spiel habe ich noch nicht gesehen. Das ist das Beste bisher. Wir haben eine Taschenlampe und wir sind jetzt im Keller eingesperrt. Scheinbar in dem Raum, wo anscheinend Ketchup unter der Tür drunter läuft. Und wir haben einen Code, um das hier zu öffnen. Oh, Plankton! Warte mal, ich bin mit Plankton eingesperrt? Das heißt, ich bin der Po. Okay, der Code müsste ganz einfach sein. Ich habe 3 Fische hier. Also müsste da eine 3 hin. Aber ich kann noch nichts eingeben. Vielleicht soll ich erstmal mit dem reden. Hey, bist du okay? Wieso bist du in deinem Käfig gefangen? Ich habe versucht, die geheime Formel zu klauen. Aber ich habe verkackt und Mr. Krabs hat mich in diesen Käfig eingesperrt. Wie bist du hier reingekommen? Hast du auch versucht, die geheime Formel zu klauen? Nein, der Burger war zu teuer und ich habe nicht genug Geld gehabt. Ich weiß, Mr. Krabs ist ein Arsch. Aber egal. Ich versuche, dich zu befreien aus diesem Käfig. Brauchst du nicht versuchen. Mr. Krabs hat abgeschlossen und den Schlüssel runtergeschluckt. Aber viel Glück trotzdem. Er hat den Schlüssel runtergeschluckt? Alter, du Kranker. Kann ich jetzt an das Keypad gehen? Ich würde dir gerne was eingeben. Oh, unten drunter sind die Buchstaben, mit denen wir was eingeben. 3 Fischskelette haben wir. Sterne haben wir. Einen hier, einen da, also 2. Okay, wir haben 2 Sterne. Perfekt. Und Boxen. 1, 2, 3... Hier drin ist nichts. 4 Boxen haben wir. 1, 2, 3, 4. Und Kreise sind es 2. Das sind diese Orangen oder Bälle, die hier drin liegen. Und das machen wir mit I. Und jetzt müsste die Tür eigentlich aufgehen. Aber sie ist immer noch abgeschlossen. Vielleicht sind es 5 Boxen, weil die hier mitzählt. Oh, das hat sich gut an... Es sind 5 Boxen. Nice. Wir sind rausgekommen. Ich weiß, der Raum ist tabu für mich. Ich würde es trotzdem gerne... Ich muss zuerst Plankton befreien. Ah, okay. Das ist jetzt meine Mission. Aber Mr. Krabs hat den Schlüssel doch runtergeschluckt. Wie soll ich ihn dann befreien? Ist hier irgendetwas, was ich... Da ist ein Lüftungsschacht, der auffällig offen ist. Sonst... Oh, eine Brechstange! Das ist gut! Die brauche ich! Plankton, ich befreie dich. Gar kein Problem. Ah, da bist du. Und du musst wahrscheinlich in den Lüftungsschacht rein. Danke, dass du mich gerettet hast. Lass uns einen Weg hier rausfinden. Mir ist auch ziemlich mulmig, ehrlich gesagt.
Aber wir müssen weitergehen. Komm schon, ganz schnell in den Lüftungsschacht rein. Ich habe das Gefühl, da musst du reingehen. Komm schon, kletter rein! Kletter rein! Okay, es scheint so, als müsste er nicht da reingehen. Schade. Oh nein, wir müssen in die Tür da hinten. Jetzt weiß ich, was wir machen müssen. Oh Gott, ist das ätzend. Ich muss das Werkzeug zuerst zurückpacken. Wieso? So eine Brechstange ist doch verdammt hilfreich. Okay, dann packen wir das Tool erstmal zurück. Und jetzt müssen wir zurück zu Mr. Krabs. Obwohl ich die Brechstange behalten würde. Oh mein Gott. Der Weg ist offen. Wo bist du, Plankton? Da hinten. Hier ist die Geheimformel. Wir könnten den Safe rein theoretisch öffnen. Aber ich weiß nicht, was das Passwort hier ist. Hier sind keine Symbole oder sonst was. Okay, das hier ist eine Sackgasse. Wir müssen das Passwort finden. Ich bin mir eigentlich so sicher, dass Plankton irgendwie in diesen Lüftungsschacht rein muss. Okay, wir gehen jetzt einfach mal weiter hier. Hier ist ein PC. Alter, nice. All Passwords. Click this link to get free gift cards. Das ist ein Scam-Link. Den möchte ich nicht klicken. Skip. Ich muss da drauf gehen. Dein Ernst? Ich bin zu alt dafür. Oh nein, ich wurde gerickrollt von einem Spiel. Was soll ich jetzt tun? Press E. Ich bin eingesperrt hier drinnen. Zero. Oh, das war der erste Teil des Passworts. 0. 08. Ich bin jetzt gezwungen, mir den ganzen Song anzuhören. 089. Komm schon. Was stand da eben gerade? 089 und da steht irgendwas mit E to interact. Oh, wir können die Tür wieder öffnen. 5089. Das ist das Passwort. Aber irgendwas wird jetzt passieren. 5089. 50. Oh mein Gott, das war 0. Und jetzt kommt die 9. Oh mein Gott. Wir haben die Geheimformel. Nice. Oh mein Gott. Weißt du was, Plankton, ich gönn sie dir. Bei den Preisen hier ist es vielleicht besser, wenn du die Geheimformel hast. Aber du wirst eingesperrt, oder? Plankton? SpongeBob? Da warst du also die ganze Zeit. Ach du Kacke! SpongeBob ist ein... Plankton ist tot und SpongeBob ist ein Monster? Ich habe Angst, dass die Tür zugeht. Beeilen wir uns. SpongeBob ist nicht hinter mir. Ich sehe ihn noch nicht. Das ist gut. Oh nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Er kommt von vorne. Wir laufen den anderen Weg lang. Hier lang. Gut. Mr. Krabs, ich wollte nur einen verdammten Krabbenburger. Mehr wollte ich gar nicht. Und jetzt bin ich in so einer doofen Situation. Wie kann das sein? Oh, ich höre seinen Sound. Er ist nah hinter mir. Ich bekomme Panik. Kriegen wir das hier auf? Wir brauchen einen Kopf. Shrek ist was? Love. Shrek ist Love. Komm schon, L. Das muss das Passwort sein. Das ist ein Meme. Für L. O. V. E. Shrek ist Love. Ich wusste, es funktioniert. Oh ja, Shrek. Machst du ihn fertig? Da hinten war der Typ von der Toilette. Shrek gegen SpongeBob. Was ist das für ein Spiel? Oh mein Gott. Jetzt gucke ich ihn an wie Dwayne The Rock. Eine Panzerfaust? Geht das nicht ein bisschen zu weit? Danke fürs Spielen. Ja, das war wahrscheinlich die letzte Folge von SpongeBob Schwammkopf, weil SpongeBob ist tot. Shrek hat ihn umgebracht. Hä? Alter, ich find's nice. Es ist halt ein komplettes Meme-Game. Ich frage mich halt, ob du das Spiel trotzdem durchspielen kannst, auch wenn du nicht weißt, dass Shrek Love ist. Weil an sich ist das ja ein Meme und es stand nirgendwo in diesem Spiel intern. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt's gerne in die Kommentare. Ich fand's Hammer. Aber Leute, ich für meinen Teil beende jetzt hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da. Tragt euer Lieblingsspiel bei Instant Gaming ein. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Bye-bye.